Okay, ihr Lieben, ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit im YouTube Community Tab eine kleine Umfrage für euch gestartet, beziehungsweise eine Ankündigung gemacht, wo es darum ging, dass dieses Video, was ihr jetzt hier seht, das letzte Video zum Thema Godzilla Kong The New Empire sein wird, vor Kinostart des Films. Das heißt, bevor wir den Film dann wirklich Anfang April begutachten können und dann die nächsten Videos von mir logischerweise eine Review wären, eine spoilerfreie Review, und dann danach eben noch ein Spoiler-Talk. Daraufhin haben mich einige von euch angeschrieben und mir gesagt, ey Mann, Tobi, ich verstehe das irgendwo, aber auf der anderen Seite halt auch nicht, weil irgendwie habt ihr doch sehr viel Interesse an diesen Videos hier, gerade eben was Leaks oder Gerüchte betrifft oder eben auch bestimmte Spoiler, also mögliche Spoiler, die den Film später noch betreffen können. Und im Endeffekt muss ich sagen, ja, ihr habt recht, tatsächlich sind es von den nun über 19.100 Abonnenten ungefähr 6 Leute, die halt permanent da deswegen rumjammern und sich beschweren, dass das ja alles nur noch Spoiler sind und ich kann das nicht mehr hören und ey, dann guckt's halt eben einfach nicht. Auf der anderen Seite will ich aber auch ganz klar sagen, es wird möglicherweise weitere Videos geben, weil ihr im Endeffekt einfach recht habt. Ja, die Mehrheit von meinem Kanal oder auf meinem Kanal von euch möchte diese Videos eben sehen. Aber ich werde trotz allem nicht mehr wegen jedem kleinen irgendwas 2-Sekunden-Spot ein extra Video dann eben dazu machen. Denn das Ganze nimmt dann irgendwann doch ein bisschen zu heftig Überhand an. Außerdem haben wir jetzt auch schon so viel von dem Film behandelt, dass ich inzwischen an einem Punkt angekommen bin, wo ich auch selber für mich sage, okay, jetzt will sogar ich, jemand, dem eigentlich Spoiler relativ egal sind und der einen Film auch genießen kann, obwohl er gespoilert wurde, sogar ich sage jetzt, ab hier würde ich vielleicht dann langsam nicht mehr wissen, als ich aktuell schon weiß. Und aktuell weiß ich halt schon, naja, vielleicht ein bisschen zu viel über diesen Film. Das bedeutet, wir reden jetzt hier in diesem Video noch einmal über ein, zwei Sachen, die jetzt offiziell bestätigt wurden und eben auch über Dinge, die wir in den neuen TV-Spots gesehen haben. Sollten noch weitere Videos kommen zum Thema Godzilla Kong, dann nur, wenn es wirklich ganz klare neue Informationen gibt. Das heißt, es werden keine Gerüchte mehr kommen, keine Theorien mehr kommen. Wenn ein TV-Spot irgendetwas Gravierendes zeigt, werden wir darüber auch nochmal sprechen. Und wenn wirklich noch ein Trailer 3 rauskommen sollte, wovon einige von euch ja meinen, das wäre auf jeden Fall so, ich habe davon noch keine offizielle Bestätigung bekommen oder eben gelesen, dann werde ich darüber auch noch Videos machen. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, hier eine ganz gute Grauzone gefunden. Ich werde das Thema jetzt hier nicht mehr aufpluscheln, bis es nichts mehr gibt. Wir werden dann, wenn eben noch Material dazu kommt, darüber quatschen, ansonsten aber eben nicht mehr über andere Dinge. Das heißt, in diesem Video jetzt hier werdet ihr das allerletzte Mal Dinge erfahren, die ihr so in Trailer und TV-Spots nicht sehen werdet. Deswegen Spoilerwarnung oder, naja, Theorie-Spoilerwarnung. Das Ganze kann so eintreffen. Muss aber nicht. Alle Videos, die daraufhin nochmal zum Godzilla-Kong-Thema kommen, werden dann eben auf Dingen basieren, die ihr aus den Trailern oder eben aus den Spots auch selber sehen könnt. Ob das aber wirklich passiert, kann ich auch nicht versprechen, weil ich jetzt aktuell wirklich auch vorhabe, mich mehr dem Thema Toho-Godzilla-Filme zu widmen. Das heißt, den allerersten Film haben wir jetzt ja bereits in einer ewig langen Review und Analyse besprochen. Das habe ich ja wirklich komplett in die Länge gezogen, die ganze Nummer. Aber auch zu Recht bin ich der Meinung, ich hatte da nämlich einige Sachen, über die ich reden musste und eben wollte. Das Video habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Und genau so würde ich jetzt gerne auch mit anderen Godzilla-Filmen weiter fortführen. Ebenfalls fehlt noch Episode 3 der Jurassic World Camp Cretaceous-Serie, wo ich ja auch episodenweise Reviews machen wollte und die werde ich auch machen. Und deswegen merkt ihr, da ist relativ viel Zeit schon verplant für die ganze Nummer. Und da wir ja wirklich das Thema Godzilla Kong jetzt schon tot besprochen haben, wird das erstmal in den Vordergrund rücken und Godzilla Kong nur dann nochmal stark thematisiert, wenn es wirklich ganz, 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 ganz wichtige Infos oder eben Trailer oder ähnliches gibt. So, das war eine lange Einleitung. Ich warte schon auf die ersten Beschwerdekommentare. Oh, du hast jetzt immer länger als 15 Sekunden geredet. Wird auf jeden Fall wieder witzig. Wir fangen jetzt an mit dem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Also tatsächlich ist jetzt ja genau das eingetroffen, wo ich mir noch gedacht habe, ich hoffe, das passiert nicht. Als damals der erste Trailer zu Godzilla vs. Kong erschienen ist, da habe ich mir schon gedacht, okay, der Trailer ist relativ knapp vor dem Release erschienen. Das war zur Corona-Zeit, das heißt, der Film ist auch damals nicht im Kino gelaufen.
wurde eben dann direkt auf den On-Demand-Plattformen veröffentlicht. Und dadurch, dass wir allerdings hier nur einen einzigen Trailer bekommen haben, hat sich Warner dazu entschieden, wir hauen zwar nur einen einzigen Trailer raus, dafür fluten wir aber noch das Netz mit ungefähr 50 verschiedenen Clips und TV-Spots. Und am Ende konnten wir uns wirklich den gesamten Film komplett zusammenreimen. Das Mecha-Godzilla-Ding, das war zwar bis zum Schluss noch immer ein, möglicherweise ist er da, er könnte mit dabei sein, aber an sich haben wir dann schon den gesamten Film im Endeffekt gekannt. Ich habe irgendwie gedacht, das wird jetzt hier ein bisschen anders, denn Godzilla Kong hat uns ja nur noch mit einem zweiten Trailer bereichert und die beiden Trailer sind auch wirklich sehr unterschiedlich zueinander. So der eine, der ist noch mehr im Geheimen. Wir haben noch nicht wirklich einen groben Storyverlauf erahnen können, mussten uns da sehr viel selber zusammenreimen. Die Godzilla-Evolved-Form wurde einfach mal so in den Raum geschmissen und wir konnten da nicht wirklich viel mit anfangen. Zumindest vom Designtechnischen her schon, aber nicht wirklich vom Geschichtenbezogenen. Wer ist Skarkang jetzt wirklich? Wer oder was ist Shimo, der überall abgezeichnet ist auf jedem Spielzeug? Da haben wir überhaupt nichts davon gesehen oder eben auch gewusst. Wie stehen jetzt Godzilla und Kong zueinander und warum ist Godzilla jetzt in dieser pinken Evolved-Form? Dann haben wir den zweiten Trailer bekommen und der hat sich dann schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, das Ganze ein bisschen chronologischer festzulegen, plus eben auch noch uns mehr zu erklären, was denn jetzt hier die große Bedrohung sein könnte. Und ja, auch wenn mir immer wieder vorgeworfen wird, ich würde ja so viel spoilern und eben leaken, obwohl der Großteil davon wirklich, und ich sag's ja vor jedem Video, Gerüchte und Theorien sind, und trotz allem haben wir uns dann gemeinsam diese Geschichten zusammengesponnen und großteils sind sogar davon bestimmte Dinge wie Theorien oder auch Infos ursprünglich von euch in den Kommentaren gekommen. Da habe ich hier und da vielleicht nochmal nachrecherchieren müssen, ob das eben auch wirklich stimmt. Aber im Großteil kamen die Dinge ja auch von euch selbst. Was fehlt jetzt noch so, um wirklich das Fass der Informationen zum Überlaufen zu bringen? Richtig, wir knallen das Internet noch einmal kurz vor Kinostart des Films mit Clips und TV-Spots voll. Ja, der Film Godzilla Kong startet in den Kinos, also in USA und in Japan, nur nicht in Deutschland halt, startet Godzilla Kong am 29. März war es, meine ich, gewesen. Bei uns hier in Deutschland erst am 4. April. Grund dafür sind wohl irgendwie die Osterfeiertage, so zumindest die Gerüchte. Es gibt keine offizielle Stellungnahme dazu, was denn da jetzt wirklich los ist. Und da muss ich auch sagen, das ist marketingtechnisch natürlich sehr schlau, jetzt nochmal wirklich das Interesse der Fans zu wecken. Und wir haben uns die Trailer oder die TV-Spots zusammen angeschaut, nämlich live auf Twitch. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, ey, wenn du Bock hast, mehr von dem Thema Godzilla Kong zu erfahren, dann schau einfach mal bei mir auf Twitch vorbei. Mein Kanal habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Auf Twitch, da kann ich mich wirklich mit Brüsten, bin ich inzwischen auch relativ häufig live. Und da gehen wir dann wirklich auch in langen Reactions und Streams die einzelnen TV-Spots einmal durch. Und das haben wir jetzt auch letztens gemacht und haben uns da zumindest die TV-Spots angeschaut, die jetzt aktuell rausgekommen sind. Und da gibt es ein paar Sachen, über die man sprechen muss oder eben sollte. Und wir werden zuallererst über die Dinge sprechen, die uns dieser TV-Spot jetzt gezeigt hat. Ein paar Sachen, wo ich auch mit euch drüber diskutiert habe, was da gerade los ist. Und zum Ende dieses Videos hier werden wir über einen ganz großen Leak aus dem Film sprechen, der erklärt, wie sich Godzilla verwandelt oder wir sagen einfach mal, was es mit den beiden Verwandlungen von Godzilla auf sich hat. Nämlich einmal die blaue Verwandlung, die wir aus dem Comic kennen oder eben auch aus dem zweiten Trailer zu Godzilla Kong und eben der Godzilla Evolved Form. Bevor wir aber dann zum Schlusspart kommen, gibt es nochmal eine ganz fette Spoilerwarnung von mir. Wir reden einfach mal ganz kurz über die TV-Spots und über die wichtigen Dinge, die wir da sehen konnten. Zum einen haben wir hier viele neue Shots von Szenen, die wir bereits kannten. Unter anderem auch dem Moment, in dem Godzilla Evolved unter so einer Brücke durchschwimmt. Und da ist ja meine Theorie, dass er jetzt hier auf dem Weg nach Ägypten ist, weil Godzilla eben spürt, dass da etwas aus der Hollow Earth rauskommt. Und dann trifft er eben auf Kong und dann entbrennt auch der Kampf zwischen Kong und Godzilla, weil Godzilla eben hier davon ausgeht, dass was immer in der Hohlerde gerade los ist, Kong daran mit schuld ist. Und ich habe mich bereits bei dieser Szene schon nicht darüber beschwert, aber einfach so gewundert, dass Godzilla so radikal bei bestimmten oder in bestimmten Situationen ist. Godzilla ist ja der Wächter der Natur. Und da habt ihr mir das Ganze auch ein bisschen versucht zu erklären und eben gesagt, naja, sobald eben die Natur in Gefahr ist, wird erstmal alles andere zur Seite gepackt. Priorität Nummer 1 ist eben jetzt hier, das Gleichgewicht der Natur zu erhalten. Und deswegen sehen wir auch in Godzilla vs. Kong, wie Godzilla einfach gnadenlos auf diese Forschungsstationen losgeht und dabei auch Menschen tötet, obwohl er eigentlich nur Ghidorah angreifen will. Jetzt hier in Godzilla Kong The New Empire sehen wir, im Trailer ja,
wie Godzilla unter so einer Brücke unten durchschwimmt und dann dabei auch sichtbar Menschen mit in die Tiefe reißt, zumindest eben Autos. Ob die jetzt alle leer sind, will ich erstmal bezweifeln. Das würde null Sinn machen, warum genau die Autos jetzt alle leer sind. Und selbst wenn das der Fall wäre, hätte Godzilla das ja vorher nicht untersucht oder ähnliches. Das heißt, Godzilla geht hier ganz klar einfach davon aus, ja, dabei könnten halt Menschen sterben und es ist ihm scheinbar auch egal. Der neue TV-Spot zeigt uns jetzt, wie das Ganze so ein bisschen weitergeht. Und auch da muss man wirklich sagen, Godzilla verhält sich immer mehr wie ein Monster, was ich sehr lustig finde, da ja immer, da mir oft in den Kommentaren geschrieben wird, naja, der Ursprung von Godzilla ist ja, dass der eigentlich nur ein rasendes Monster war. Und ich verweise jetzt nochmal auf meine große Godzilla 54 Analyse. Nochmal, die habe ich dir da oben verlinkt oder unten in der Beschreibung. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Da war Godzilla wesentlich mehr ein Tier. In den Monsterverse-Filmen jetzt hier hat er eine sehr seltsame Entwicklung durchgemacht. Einmal eine Entwicklung vom Retter der Menschheit. Und ich weiß, da habt ihr mir auch schon geschrieben, er hat die Menschen nicht gerettet, nicht verteidigt. Er hat aber trotzdem in Godzilla, King of the Monsters, mit den Menschen gemeinsam gegen Ghidorah gekämpft. Und jetzt hier ist ihm das irgendwie alles wieder egal. Wir sehen in dem TV-Clip nämlich auch, wie Kong aus der Hollow Earth rauskommt und das Ganze eben in Ägypten passiert. Das ist so ein Szenario, das uns schon der erste Trailer gezeigt hat. Wir sehen daraufhin, wie Kong mit seiner neuen gelben Metallhand sich an der Pyramide festhält und nach oben zieht. Und auf der Pyramide selber sehen wir da auch Menschen stehen. Das heißt, da sind auf jeden Fall Leute, die sich auch eben gerade vor Kong erschrecken. Und ja, erstmal ist da nichts Großes dran auszusetzen. Bis dann eben Godzilla kommt. Und wenn man diese Clips wirklich 1:1 aneinander packt, können wir hier sehen, dass Godzilla diesen neuen Heat Ray Breath direkt gegen die Pyramiden schießt und dabei sehr wahrscheinlich auch wieder Menschen tötet. Und ich frage mich dabei, wird das jetzt so das Ding im Monsterverse werden, dass jetzt wirklich menschliche Tode komplett egal sind? Weil ich hätte mir so den Gegensatz dazu gewünscht, dass man vielleicht mal darauf eingeht. Ähnlich wie auch bei den Marvel-Filmen, jetzt muss ich die mal ganz kurz hier positiv hervorheben, wo das auch ewig lang der Fall gewesen ist, in Avengers 1, in Avengers 2, in den Filmen dazwischen, dass da überall Kollateralschäden mit Menschen passiert sind und dann in Civil War wird genau das mal thematisiert und es wird eben gesagt, Leute, es reicht jetzt hier. Das Monsterverse scheint sich in die andere Richtung zu drehen, nämlich in die Richtung, dass einfach Menschen mit draufgehen müssen, weil eben Monster kloppe und es scheint aber im Thema nicht wirklich verankert zu sein, zumindest jetzt hier noch nicht. Vielleicht hat das im späteren Film noch einen riesen Aufschrei. Ich fand das aber sehr seltsam, denn genau diese Stelle mit dem, wo Godzilla durch diesen Bach durchschwimmt und eben den Pyramiden, haben wir jetzt auch durch die TV-Clips aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven gesehen. Und es gab hier wirklich YouTuber, die das Ganze mal aneinander geschnitten haben. Und das scheint wirklich so zu sein, dass du dir diese gesamte Szene jetzt nahezu lückenfrei aneinander geschnitten, dass du dir das eben angucken kannst. Und wenn man sich das eben so anschaut, dann merkt man, dass Godzilla wirklich drauf pfeift, ob bei seinen Aktionen Menschen sterben oder eben nicht. Das ist eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist. Und wie gesagt, da hatten wir auch schon auf Twitch drüber gequatscht. Schreibt mir dazu mal eure Meinung in die Kommentare unten rein. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr da eine Idee, was da dahinter stecken könnte? Oder haben wir jetzt einfach wirklich Godzilla, der einfach alles kaputt macht und jetzt wirklich einfach nur noch das Monster ist in der ganzen Geschichte? Er wird nicht der Böse sein, das nicht. Es soll ja auch wohl so eine Buddy-Cop-Komödie zwischen Kong und Godzilla entstehen, aber es fühlt sich irgendwie komisch an, dass das jetzt so egal ist, wenn sowas passiert, und warten wir es einfach mal ab, was dann da eben noch bei rumkommt. Des Weiteren konnten wir jetzt auch begutachten, einen Moment, den haben wir auf Twitch überhaupt nicht angesprochen, weil dieser TV-Spot zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen gewesen ist. Der Moment, der uns jetzt zeigt, wie das Rennen mit Kong und Godzilla, also wo beide aus der Hollow Earth rauskommen und beide rennen los, die Szene, die wir schon seit dem allerersten Trailer auf dem Schirm hatten, die auch für sehr viel Gelächter gesorgt hat, weil Godzilla eben beim Rennen aussieht wie ein Rancor auf Steroide. Diese Szene wurde jetzt weitergeführt und wir sehen, dass Kong kurz danach an Godzilla hochspringt, ihn an den Schuppen packt und auf Godzilla reitet. Hierbei fällt auf, wenn man das Ganze wirklich mal Frame für Frame für Frame sich anschaut, was ja keiner macht, dann fällt auf, dass Kongs Hand nicht ganz an den Schuppen von Godzilla dran ist. Also die schwebt so oben drüber. Das ist noch wohl ein Fehler in der ganzen Nummer, der aber mit Sicherheit noch behoben wird, bis der Film dann auch wirklich im Kino erscheint. Die Szene wurde großteils extrem positiv von den Leuten aufgenommen, zum Teil allerdings auch mit Kommentaren wie: Ist mir jetzt eh alles egal, also nach dem, was ich bisher gesehen habe, wundert mich das nicht mehr. Und
Ich muss wirklich sagen, ja, tatsächlich sind wir jetzt hier die erste Generation von Godzilla, Kaiju, Monsterverse, aber auch Toho-Fans, die jetzt sehen, wie Kong das allererste Mal auf Godzilla reitet. Und irgendwie hat das was. Und ich habe da auch so ein ganz cringiges Foreshadowing im Hinterkopf, denn wisst ihr noch diese eine Szene, die für den berüchtigten Bann oder für den Strike gesorgt hat, wo wir gesehen haben, wie Scar King auf Shimo reitet? Kriegen wir hier einen Kampf zwischen Scar King, der auf Shimo reitet, und Kong, der auf Godzilla reitet? Versucht mal ganz kurz, euch das wirklich bildlich vorzustellen. Das wäre doch ein Trashfest für Trashfest. Ein Trashfest für uns alle. Dann haben wir auch noch Szenen gesehen, in denen Kong und Zuko zum allerersten Mal aufeinander getroffen sind. Das waren relativ charmante Szenen und ich kann mir auch vorstellen, dass Zuko so ein bisschen der Fanliebling werden könnte. Scheint nämlich wirklich so ein sympathischer Charakter zu sein. Ich hatte ja ganz am Anfang die Befürchtung gehabt, dass Zuko möglicherweise der neue Jar Jar Binks des Monsterverse werden könnte. Das glaube ich inzwischen aber nicht mehr. Nach dem, was ich bisher von Zuko gesehen habe, glaube ich wirklich, dass Zuko mit Duck zusammen natürlich so ein bisschen die Geheimfavoriten des Films werden könnten. Was ich sehr interessant fand, war in dieser Szene, wo Kong auf Zuko trifft, der Hintergrund der Hollow Earth. Da sehen wir auch nochmal die ganzen Felsen. Und diese Felsen sind in bunte Farben gehüllt. Und so kannten wir das Ganze noch gar nicht. Und ja, aus dem Trailer wussten wir auch schon, die Hollow Earth wird jetzt wesentlich bunter und farbenfroher gestaltet. Ist auch alles vollkommen okay. Man geht eben jetzt wesentlich mehr in diese schon fast comic-mäßige Richtung. Ich lasse mich immer noch überraschen, was dabei rauskommt. Und diese Felsen hier fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil gerade durch diese Farben hast du immer mehr das Gefühl, dass in der Hollow Earth einfach dann doch alles so ein bisschen anders ist. Es ist eben eine ganz andere Welt. Und das hattest du in Godzilla vs. Kong noch nicht ganz so krass. In Godzilla vs. Kong hat sich die Hollow Earth angefühlt wie Skull Island unter der Erde. Jetzt hier wird es ein bisschen anders sein. Wir sehen nämlich einige Orte, die dann doch schon ganz leicht Richtung Avatar abgleiten könnten. Also es fühlt sich auf jeden Fall mehr an wie eine andere Welt. Dann sehen wir auch noch, was kurz nach dem Treffen von Kong und Zuko passiert. Und hier ist meine Theorie immer noch, dass Zuko vielleicht auch eher unfreiwillig Kong in eine Falle lockt, denn wir sehen eben kurz darauf, wie andere der Kong-Spezies unseren Kong, also King Kong, zu Boden reißen und dann eben zu Scar King bringen. Ja, Kong findet diese Gruppe von anderen Kongs nicht einfach eben in dieser Arena mit dem Feuer, wo auch dann später Shimo erscheint. Nein, Kong wird dorthin gebracht. Sehr wahrscheinlich wird Kong gefangen genommen und eben zu Scar King gebracht. Warum auch immer. Also es kann wirklich sein, dass auch hier noch ein bisschen mehr dahinter steckt, dass Kong doch ein bisschen mehr Einfluss auf die ganze Nummer hat und dass Scar King wirklich ein persönliches Anliegen gegen Kong hat. Und deswegen wird auch genau Kong ebenso extrem verfolgt und scheinbar auch dann direkt zur Hinrichtung in diese Kampfarena zu Shimo runtergebracht oder eben erstmal zu Scar King gebracht, der den allerersten Kampf gegen Kong bekommen wird. Dann sehen wir noch einen Ausschnitt aus dem Kampf später in Rio, wo Kong und Scar King gegeneinander kämpfen. Und da sehen wir dann, wie Kong Scar King mit so einem Kick ihn einfach einmal quer durch die Stadt durchbefördert ist. Nur ein ganz kurzer Moment in dem TV-Spot sah der noch ziemlich cool aus. Dann sehen wir nochmal diese Kristallstadt der Menschen ein bisschen mehr. Und wer sich jetzt eben fragt, wo soll das Ganze denn sein? Ist das Ganze irgendwo in der Hollow Earth, wo wir vielleicht auch schon mal waren? Ist das vielleicht irgendwo bei den Kongs oder ähnlichem? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass diese ganze Nummer hier unten ein Tempel ist. Das heißt, ja, die Hollow Earth ist logischerweise auch überdeckt, ne? Weil das ist ja in der Erde drin. Aber dieser Tempel an sich ist dann eben nochmal mit einem extra Schutz übermantelt. Da sehen wir nämlich auch dann ganz kurz, wie die menschlichen Protagonisten in so eine Höhle reingehen und dann eben in diesen Tempel kommen. Und das scheint sogar wirklich auch, zur Freude von vielen da draußen sehr wahrscheinlich, die einzige Story der Menschen zu sein. Wir sehen nochmal ganz kurz Gia, die dann auch sagt, Kong ist verletzt oder er sieht verletzt aus. Und dann sehen wir eben auch dann, wie Kong so in den Seilen liegt und irgendwie das Ganze könnte nach dem Kampf gegen Scar King und Shimo spielen. Kurz danach bekommt er eben auch seinen Arm, das haben wir auch schon gesehen in bestimmten TV-Spots. Und danach haben die Menschen vielleicht sogar nur noch die eine Mission, nämlich irgendwie Mothra wieder zum Leben zu erwecken. Das scheint wirklich die einzige Bewandtnis der Menschen hier zu sein. Und viele von euch haben ja auch danach geschrien, ey, nehmt die Menschen mal so ein bisschen da raus. Die haben immer sehr blöde Stories, sind immer sehr unsympathisch. Wir wollen mehr Monsterkloppe sehen und ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze umsetzen. Ich würde sogar akzeptieren, als jemand, der menschliche Stories auch in den Godzilla-Filmen eigentlich ganz okay findet, ich würde es akzeptieren, wenn das wirklich die einzige Geschichte der Menschen wäre, wenn das auch mit Spannung verbunden ist. Wenn das vielleicht genau parallel zu den krassen Monsterkämpfen an der Oberfläche spielt,
wo wir eben sehen, wie Kong gegen Godzilla kämpft und Skull King gegen Kong und Skull King gegen Godzilla und Shimo gegen alle und keine Ahnung wer noch. Mothra fliegt nur mal kurz vorbei und parallel dazu bekommen wir immer wieder einen Cut zurück in die Hollow Earth, in diesen Tempel der Menschen, wo wir dann mehr über die Mythologie der Titanen erfahren, mehr über die Vergangenheit der Titanen erfahren. Das könnte man damit sehr gut erklären. Das würde auch erklären, warum das Gerücht immer noch kursiert, dass wir einen gewaltigen Rückblick in die Zeit des großen Titanenkrieges bekommen, weil eben die Menschen jetzt nach und nach erfahren, was damals wirklich passiert ist. Genau das könnte hier deren Bewandtnis sein und das würde ich schon ziemlich geil finden. Kommen wir nun zum großen Leak hier in diesem Video. Das könnte ein Spoiler sein, muss es aber eben nicht. Aber ja, trotz allem Spoilerwarnung, jetzt reden wir mal ganz kurz darüber, was es denn wirklich mit den Verwandlungen von Godzilla auf sich hat. Und 3, 2, 1, letzte Warnung, wenn du es nicht hören willst, geh jetzt raus. Du bist noch da, alles klar. Diese gesamte Nummer mit Godzilla Evolved hat rein gar nichts mit Mothra zu tun. Tatsächlich wird die Nummer so ablaufen, dass Godzilla tatsächlich wahrnimmt, dass eine Gefahr droht. Das wird ja auch im Trailer mehr oder weniger gesagt, dass sowohl Godzilla als auch Kong eine gewaltige Gefahr spüren. Während aber Kong dann quasi in den Kampf mit Skull King verwickelt und eben verwundet wird, begibt sich Godzilla auf den Weg, stärker zu werden. Also quasi eine Transformation durchzumachen, um eben stark genug zu sein, um diesem Feind entgegentreten zu können. Und hierbei, da hat einer von euch in der Community sogar mir eine Nachricht geschickt, die bringt das Ganze eigentlich sehr gut auf den Punkt. Was da wirklich passiert? Diejenigen von euch, die Dragon Ball Z kennen als Beispiel, müssen jetzt an Cell denken. Also Cell, dieses unperfekte Wesen, das Cyborg Nummer 17 und Nummer 18 absorbieren muss, um zum perfekten Wesen zu werden. Ja, kein Scheiß. Das ist auch das Ding bei Godzilla. Godzilla wird zwei Kaijus mehr oder weniger absorbieren, muss sie dafür aber vorher im Kampf besiegen. Davon haben wir auch schon einen Kaiju gesehen, wo ich noch gesagt habe, wo wir erstmal die Theorie aufgestellt haben, ob das Biollante sein könnte, dieses Tier eben mit dem, ja, mit den pinken Blättern auch. Und da habe ich noch gesagt, ey, diese Blätter leuchten auffälligerweise genauso pink wie eben auch Godzilla in der Evolved-Form. Dieses Tier ist tatsächlich das zweite, welches von Godzilla einverleibt wird. Und naja, das erste, das habe ich zumindest so noch nicht gesehen, aber es gibt auf jeden Fall zwei Kaiju, die sich Godzilla einverleiben muss, beziehungsweise von denen sich Godzilla die Macht einverleiben muss, um dann eben zuerst zu dem blauen Godzilla zu werden, den wir auch im Trailer gesehen haben, und danach dann zu Godzilla Evolved. Ebenfalls, wie gesagt, fängt Godzilla auch einfach den Kampf gegen Skilla an und das ist meine Theorie, geht wirklich davon aus, dass Godzilla in dem Film ein extremes Arsch geworden ist. Ich hoffe, dass sie den Charakter von Godzilla, denn er hatte einen Charakter gehabt, definitiv in den ersten beiden Godzilla-Filmen vom Monsterverse, dann haben sie in Godzilla vs. Kong schon damit angefangen, das so ein bisschen abzuflachen, dass Godzilla eher dumm ist. Wenn sie jetzt den Weg gehen und wirklich sagen, Godzilla tötet einfach alles und ist ihm einfach alles scheißegal, Hauptsache die Natur ist im Einklang, dann wäre das irgendwie komisch. Wir lassen es mal bei komisch. Ich hoffe, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt und dass wir dann da noch ein, zwei Sachen mehr im fertigen Film erfahren. Das waren jetzt aber alle wichtigen Sachen, die ich aus den TV-Spots heraus gucken konnte. Wie gesagt, einfach mal auf Twitch vorbeischauen. Da gucken wir uns dann eigentlich jetzt jedes Mal, wenn ich dort live bin, aktuelle Spots oder Clips oder irgendwelche Theorievideos an. Und der Reaction-Kanal, also Unknown Kaijuverse Reaction, wird weiterhin den Fokus auf Godzilla Kong haben. Mit Theorien, mit Gerüchten, mit Leaks, mit allem drum und dran. Da werdet ihr noch versorgt mit allem, was ihr irgendwie hören oder nicht hören wollt. Nur auf dem Kanal jetzt hier werde ich mal ein bisschen low machen, was Godzilla Kong angeht. Denn so langsam haben wir auch einfach alles besprochen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber eigentlich warte ich nur noch auf den fertigen Film. Um den jetzt endlich zu sehen und danach auch wirklich zu schauen, was hat jetzt gestimmt an Theorien und was war vielleicht falsch. Da bin ich sehr interessiert dran. Das finde ich sehr interessant. Das wollte ich sagen. Jetzt seid wie immer ihr an der Reihe. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.